Die Folgen vom Klimawandel sind unbestritten. Wir können sie alle beobachten. Immer häufiger extrem trockene und heisse Sommer, heftige Niederschläge mit Hochwasser und schneearme Winter. Der Klimawandel ist eine der grössten Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft. Der Kanton Aargau nimmt diese Herausforderung sehr ernst. Wir unterstützen auch das Abkommen von Paris und die klimapolitischen Ziele vom Bund. Ab dem Jahr 2050 soll die Schweiz nicht mehr Treibhausgas ausstoßen, als natürliche und technische Speicher aufnehmen können. Um dieses Netto-Null-Ziel zu erreichen, unternimmt der Kanton in den Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung schon sehr viel. Im Bereich Umwelt, zum Beispiel umfangreiche Naturschutzprogramme, Hochwasserschutzprojekte, aber auch das Bauen und das Unterhalten des Auenschutzparks. Im Energiebereich leisten wir im Rahmen unserer Kompetenzen einen wesentlichen Beitrag. Beispielsweise im Gebäudebereich oder auch mit der Umsetzung des Grossverbrauchermodells. Das Grossverbrauchermodell soll die Energieeffizienz in den Unternehmen steigern. Das ist aber noch nicht genug. Es braucht zusätzliche Anstrengungen. Die Wirtschaft hat den Ball schon aufgenommen und macht sich fit für die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt. Als Kanton wollen wir die Rahmenbedingungen weiter verbessern und Innovation fördern. Wir wollen gezielt Akzente setzen, Anreize schaffen, die die Forschung und die Innovation unterstützen. So kann der Kanton Aargau seinen Status als pionierhaften, fortschrittlichen Forschungs- und Hightech-Standort stärken. So kann er den Wohlstand und die Versorgungssicherheit, die Arbeitsplätze und damit auch die Stabilität der Aargauer Gesellschaft sichern. Klimapolitik ist mehr als nur Umweltpolitik. Massnahmen zum Klimaschutz, zur Klimaanpassung betreffen praktisch alle Bereiche. Raumplanung, Mobilität, Energie, Gebäudebereich, Land- und Forstwirtschaft, wie auch der Gesundheitsbereich. Alle müssen einen Beitrag leisten und Verantwortung tragen, damit wir die klimapolitischen Ziele erreichen können. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, also auch jeder und jede einzelne von uns. Schnelles und vorausschauendes Handeln lohnt sich. Die Kosten für die getroffenen Massnahmen sind tiefer, als wenn wir im Nachhinein die Schäden vom Klimawandel beheben. Klimapolitik heisst, heute investieren für die Zukunft. Wir wollen die notwendigen Anpassungen als Chance nutzen und gute Lebensgrundlagen für unseren Wohlstand, unsere Lebensqualität, aber auch für die zukünftige Generation sichern.